Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet, dass Schweden nicht nur Möbel bedeutet oder Elch, wissen wir, seit wir Volvo kennen. Aber Volvo steht auch besonders für extreme Sicherheit und tolle SUVs in einer Tradition. Und hier haben wir den XC60 in seiner neuesten Variante und den schaue ich mir mit euch jetzt gemeinsam an, was der kann. Ja, schauen wir uns doch tatsächlich jetzt einmal so ein bisschen das Design des Volvo XC60 an. Denn er gehört für meine Begriffe mit zu den schönsten SUVs, die derzeit so auf dem Markt erhältlich sind. Nichts in erster Linie natürlich auch mit Thor's Hammer, die typische LED-Lichtsignatur, die Volvo über alle Modelle hinweg hat. Hier zieht sie sich bis an den Kühlergrill hinein. Der Kühlergrill sehr präsent, sehr dominant mit den verchromten Streben und dem großen Volvo-Logo in der Mitte. Ansonsten die Nebelscheinwerfer sehr weit unten positioniert. Hier diese Blenden, naja, ich persönlich finde sie nicht so schön. Aber wir haben ein sehr, sehr stämmiges Fahrzeug und auch eine sehr schöne, sportliche und auch freundliche Front für meine Begriffe hier vorne. Ja, schauen wir uns die Seitenlinie an vom XC60. Da fällt auf alle Fälle auf, dass wir sehr kurze Überhänge sowohl an der Heckpartie als auch an der Frontpartie haben. Die Glasfläche ist sehr groß. Wir haben hier die Chromleiste, die sich schön rumzieht. Auch hier hinten das Heckfenster sehr, sehr groß. Und natürlich markant, und das schauen wir uns gleich an, ist diese Rückleuchte, die sich so extrem bis weit nach oben zieht und sehr markentypisch ist. Ansonsten gibt es hier an der Seite nicht viel Interessantes. Das, was wir hier sehen, sind die 18 Zoll Standardräder, die hier mit Winterreifen versehen sind. Ansonsten haben wir hier noch einen etwas verbreiterten Seitenschweller mit dem Schriftzug Inscription für die höchste Ausstattungslinie. Ja, schauen wir uns dann jetzt den Heckbereich an, und für meine Begriffe ist das Design-Highlight am Fahrzeug, denn man hat es geschafft, hier eine sehr, sehr schöne Schulterlinie zu zeichnen. Typisch Volvo, hier diese Schulterlinie über diesen horizontal ausgerichteten Rückleuchten, die sich sogar weit hier in die Heckklappe hineinziehen, und mit diesem zusätzlichen Ausbuchtung hier hinten schafft man es mit der Schulterlinie zusammen, dass das Fahrzeug so ein bisschen wirkt, als ob es in die Hocke geht, wie so ein Sportler, kurz bevor es die Kraftanstrengung unternimmt. Und das macht das Ganze wirklich richtig schön sportlich, dynamisch und hat auch wirklich richtig viel Stil. Auch wie man hier sieht, die Leuchtgrafik ist sehr, sehr schön gelungen. Die Auspuffendrohrblenden, die wir hier unten haben, sind echte Auspuffendrohrblenden. Dahinter verbirgt sich tatsächlich das kleine Auspuffendrohr links und rechts beim T5. Und meiner Meinung nach wirklich richtig, richtig lecker. Was meint ihr dazu? Ja. Hier hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt sich ein 505 Liter großer Kofferraum, der sich optional auf 1432 Litern erweitern lässt. Wenn wir die Rückbänke hier elektrisch umklappen, wie wir sehen, es entriegelt, aber fallen tun sie nicht, außer doch noch.
Wunderbar. Der Laderaum ist dann interessanterweise wirklich sehr, sehr schön eben. Nur noch das Laderaumrollo raus, was man allerdings jetzt nicht hier offensichtlich verstauen kann, denn hier unter dem doppelten Ladeboden befindet sich das Notrad bei uns. Ansonsten haben wir hier ein paar Haltebänder. Auf der rechten Seite habe ich dann auch noch ein kleines Fach, wo wir jetzt hier beispielsweise den First Aid Kit und eine Warnweste, die normalerweise ins Handschuhfach gehört, verbirgt. Dann eine 12-Volt-Steckdose haben wir hier hinten noch verbaut. Und dann war es das auch schon. Ja, die Bauhöhe muss man ganz klar sagen, dadurch, dass es hier relativ flach stehend ist, diese Heckscheibe und Heckklappe, muss man ganz klar sagen, diese Höhe, die hier zum Beladen bleibt, ist relativ gering. Zumal man, sage ich jetzt mal, hier beginnt tatsächlich das oder endet die Rückenlehne. Das heißt, ich habe maximal hier schon einen Versatz, der nach unten geht. Das ist schon von der Bauhöhe relativ gering. Da sind die Kombis meist deutlich besser. Und das ist eigentlich auch für mich der größte Nachteil eines SUV. Ja, schauen wir uns doch einmal an, wie sich es auf der Rückbank im XC60 sitzt. Ja, oh, da stößt einem schon mal gleich die Nackenstütze. Wunderbar, Kopfstütze haben wir jetzt ausgeklappt. Dann sitzt sich's auch perfekt, ist allerdings nicht in der Höhe verstellbar. Verstehe ich zwar nicht ganz bei den Schweden, aber gut. Schließen wir die Tür. Wenn wir die Tür schließen, haben wir hier eine schöne Armauflage. Armauflage gibt es auch für die Mittelsitze mit Getränkehaltern zum Ausziehen. Ein kleines Ablagefach, nicht gummiert. Ansonsten haben wir hier noch ein kleines Ablagefach, was sich versteckt. Gar nicht schlecht. Wir haben in der Mittelkonsole einen 12-Volt-Stecker. Wir haben zwei Sitzheizungsmöglichkeiten für die Außensitze, die hier tatsächlich sind. Ansonsten sitzt es sich wirklich sehr bequem. Was auffällt, ist, dass diese Sitzkonsole hier recht starr ist. Also da könnte man es vielleicht ein bisschen weichen machen, weil wenn man hier seine Knie so drunter stellt, naja, das tut schon ein bisschen weh, wenn die Knie hier gegenstoßen. Nichtsdestotrotz passen die Füße perfekt unter den Vordersitz. Es sitzt sich ansonsten auch wirklich angenehm. Wir haben hier noch einen Kleiderhaken, wir haben hier eine Lüftungsdüse. Die ist nicht eben hier zentral, sondern wir haben hier eine Lüftungsdüse, die wir dementsprechend öffnen oder schließen können. Auch Isofix ist sehr, sehr gut erreichbar, denn die Isofix-Möglichkeit ist mit einer Klappe versehen, die nur nach oben geklappt werden muss und dann sind die Haken komplett frei zugänglich. Das heißt, hervorragende Zugänglichkeit für Isofix-basierte Kindersitze. Auch der Knieraum reicht hier aus, um Reboarder perfekt zu installieren. Ich selbst habe den Maxi Cosi Milofix, heißt er meiner Meinung nach, installiert und das ging wunderbar hier. Hier oben sind übrigens die Haken für das Trennnetz, was optional erhältlich ist und man kann es tatsächlich bis hier hinten hochspannen, sodass man tatsächlich längere Gegenstände oder größere Sachen einladen kann und sicher verstauen kann. Jetzt schauen wir mal nach vorne. So, vorne Platz nehmen hinter dem Steuer des XC60. Ja, was auffällt, als Erstes, wir sitzen sehr, sehr bequem gleich hier auf hervorragend ausgeformten Sitzen. Die sind tatsächlich super bequem, haben eine ausziehbare Schenkelauflage hier sogar dabei. Und ja, sogar hier oben sind sie ein bisschen ausgeformt im Schulterbereich. Das Lenkrad ist selbstverständlich in Höhe und Tiefe ausreichend verstellbar. Ansonsten die Sitze hier elektrisch verstellbar mit Lordosenstütze, also perfekt anpassbar. Platzfreiheit ebenfalls gut. Wir stoßen mit dem Knie zwar an, aber das ist gut und weich. Das heißt also, man sitzt hier wirklich gut, schöne Rundumsicht, gibt nichts zu meckern. Willkommen im Innenraum vom Volvo XC60. Den schauen wir uns jetzt mal ein wenig genauer an, denn es gibt hier durchaus einiges zu bestaunen für meine Begriffe. Zunächst einmal eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität. Alles sitzt wirklich toll. Auch die Spaltmaße sind sehr, sehr, sehr gut gemacht hier, was man sagen muss. Einzig so ein bisschen von der Materialauswahl, da könnten die Schweden durchaus noch ein bisschen hochwertiger werden, zumal vor allem die Preisklasse hier von gut 60.000 Euro, wo wir uns bewegen. Ja, ein bisschen kritisch darf man da durchaus sein. Und da passt es dann vielleicht nicht so gut, dass wir hier eine Hartplastik-Mittelkonsole haben, die tatsächlich nur mit einem
ein Klarlack oder einem Softlack überzogen wurde. Ja, schaut, erstens sieht man da auch so ein bisschen die Fingerabdrücke und irgendwo, glaube ich, wird das nicht auf Dauerhaltbarkeit ausgelegt sein, sodass man Kratzer relativ gut und leicht sieht. Ebenso diese Schwarz-Hochglanz-Applikationen, aber nichtsdestotrotz, das ist gerade Trend. Sehr schön und typisch Volvo, diese horizontal angeordneten Lüftungsdüsen, die man dementsprechend öffnen oder schließen kann. Wir haben ein schönes, klassisches Dreispeichenlenkrad, sehr aufgeräumt, sehr wenig Tasten, zwar unschöner Klarlack hier, aber nichtsdestotrotz sehr gut bedienbar. Links haben wir tatsächlich den Satelliten für Tempomat, Abstandsregelanlage und rechts haben wir das Thema Audiosatellit und Bordcomputer, den wir hier einschalten können, der dann unten rechts im volldigitalen Kombi-Instrument aufpoppt, welches sich sehr gut ablesen lässt, auch eine gute Rechenleistung hat, zwar so ein bisschen leicht verzögert gelegentlich, aber nichtsdestotrotz völlig in Ordnung für den Alltag. Auch die Kartendarstellung hier in Vollfarbe, sehr, sehr schön, gefällt mir persönlich gut. Zwiespältig, muss ich zugeben, ist dieses Sensus-Navigationssystem auch mit seiner Bedienstruktur. Klimaanlage ist hier unten angebracht, swipet man tatsächlich hoch oder drückt drauf und kann dann hier die individuellen Einstellungen vornehmen oder man geht direkt auf die Temperatur, kann sie auch hier oben synchronisieren. Sehr schön somit. Ansonsten haben wir hier drei Ebenen. Wir haben das Navigationssystem, gute Kartendarstellung, können wir Vollbild machen oder können es reduzieren. Wir haben die Audiobereiche und wir haben den Telefonbereich. Was wir ebenfalls können, ist, wir swipen einfach nach rechts und können dann die weiteren Detaileinstellungen für das jeweilige Menü unternehmen. Sehr, sehr schön gemacht. Gut, auch die zentral angeordneten Informationssysteme oder Assistenzsysteme, die wir hier zuschalten und abschalten können, wie wir es uns tatsächlich gerade wünschen. Ich habe hier einfach alles aktiviert, nachdem die Systeme hier ja wirklich gut funktionieren. Auch funktionsfähig ist hier natürlich auch die ganzen Ablagefächer. Wir haben zwei riesige Türtaschen verbaut. Wir haben hier zwei Cupholder, wir haben eine 12-Volt-Steckdose hier, wir haben ein kleines Münzfach hier vorne. Unter der Mittelarmlehne, die nicht verschiebbar ist, befindet sich ein USB-Anschluss oder zwei USB-Anschlüsse, wie ich gerade sehe. Der eine ist dann tatsächlich auch fürs Apple CarPlay, was wir hier vorrufen können, mittels Kabel. Eine Induktivladeschale kostet Aufpreis, ist hier nicht verbaut. Apple CarPlay können wir hier aktivieren. Hoppala, da habe ich mich jetzt vertan. Wunderbar, dann wird das Ganze hier auch ziemlich zusammengeknautscht. Und jetzt muss ich noch mein Telefon entsperren und wie wir sehen, naja, schön integriert, sieht anders aus. Es ist sehr, sehr klein und hier oben das Ganze liegt natürlich daran, dass man einen horizontal ausgerichteten Monitor hat. Das müsste man meiner Meinung nach besser lösen und vor allem ist ein Apple CarPlay oder Android Auto jetzt nicht gerade allzu selten geworden. Gestartet wird hier mit einem Drehschalter, Drive-Mode-Schalter, einmal drücken und dann können wir zwischen Eco, Komfort, Offroad und Dynamik wählen. Ich persönlich lasse es sehr gerne auf Komfort, funktioniert gut. Und wenn schon gut funktioniert, dann bin ich auch der Meinung, sollten wir auch mal losfahren. Und das machen wir jetzt auch. Ja, ein Volvo zu fahren ist irgendwie in meinen Augen stets geprägt von einem extrem hohen Sicherheitsgefühl. So ein Volvo, wenn man drinnen sitzt und das Gefühl projiziert mir auch wieder der XC60, ist, dass du dich rundum in einen Cocon eingepackt fühlst. Die Sitze umarmen dich, die fassen dich sanft ein mit dem weichen Leder, was hier verbaut ist. Sind hier oben nochmal ausgeformt im Schulterbereich. Wir haben eine hohe Linie, eine hohe Gürtellinie, die sich hier rumzieht. Alles wirkt sehr robust, sehr solide. Die Türen schwer vom Schließgeräusch. Alles macht einfach einen sehr, sehr soliden, festen Eindruck hier im Volvo XC60. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum man als Familienvater einen Volvo durchaus gerne fahren würde. Denn die Sicherheit natürlich der eigenen Kinder und der Familie wird
unheimlich hoch geschätzt oder hoch gesetzt, vor allem sehe ich an mir auch. Und deswegen ist so ein Volvo durchaus für mich als Familienvater ein Fahrzeug, welches ich sehr, sehr gerne in meiner Garage parken würde, dauerhaft. Wobei man aber auch sagen muss, und da hängt natürlich die große Krux, ist natürlich, dass ein Volvo nicht ganz billig ist. Rund 63.000 bis 64.000 Euro kostet, so wie er hier steht, unser XC60 T5 AWD Inscription mit mehreren Extras. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, aber wenn man dann fährt mit dem Volvo, merkt man auch sehr, sehr schnell, dass das Geld gut angelegt ist und vor allem auch, worin und wofür es investiert wurde. Man bekommt ein extrem komfortables SUV hier, was sich super im Alltag bewegen lässt. Einzig ein sehr, sehr hoher Wendekreis, den der XC60 bietet, ja, der macht tatsächlich so ein bisschen das Hantieren in der Stadt mit dem Wagen, ja, etwas kompliziert. Ansonsten ist die Lenkung sehr leichtgängig. Ein- und Ausparken fällt hier überhaupt nicht schwer. Man hat eine tolle Rückfahrkamera, sehr hochauflösend. Man bekommt den XC60 wirklich in jede Lücke, wo er reinpassen sollte, mit seinen 4,69 Meter. Ansonsten macht der Motor, der hier unter der Haube ist, in dem Fall ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 250 PS und 350 Newtonmetern Drehmoment, der an ein 8-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist, seine Sache hier wirklich gut. Vor allem, er muss im XC60, so wie er hier steht, knapp 2 Tonnen Leergewicht Minimum ohne mich bewegen. Und das dann tatsächlich laut Papier in 6,8 Sekunden das Schiff hier auf 100 zu wuchten oder 220 Stundenkilometer Topspeed zu erreichen, ist gar nicht mal so übel für meine Begriffe. Klar, beim Verbrauch schlägt sich sowas dann wieder. Ne? Wenn man natürlich auf der Autobahn viel unterwegs ist, 160 so das typische Reisetempo, was man unterwegs ist, ja, dann sind es gut und gerne 10 Liter, die da durch die Einspritzdüsen gedrückt werden. Aber wer es auch ruhig eingehen lässt und so ein bisschen sich von dem Fahrzeug und dem Charakter hier entschleunigen lässt, der kann Werte von rund 8 Litern problemlos erreichen. Ich selbst bin jetzt mit 9,4 Litern über meinen Testzeitraum ausgekommen und habe da wirklich Kurzstrecke, Langstrecke, alles so ein bisschen drinnen gehabt. Und muss sagen, bin soweit zufrieden mit diesen 9,4 Litern, zumal man halt eben betrachten muss, was man für ein Schiff hier eigentlich pilotiert. Pilotieren ist auch so ein Thema, denn der Volvo XC60 kann teilautonom pilotiert werden, das heißt also von der Elektronik. Wer den Drive Pilot bestellt, für rund 2000 Euro ist das Gesamtpaket zu erhalten, was hier verbaut ist, mit aktiven Spurhalteassistenten, tote Winkelwarner und so weiter. Was wirklich sehr zu empfehlen ist, da es eines der bestarbeitendsten Systeme am Markt ist. So entschleunigt eben dieses Fahren mit diesem Drive Pilot nachhaltig. Also man aktiviert ihn einmal und tatsächlich hat dann die Möglichkeit, für ein paar Sekunden die Hände frei zu haben oder sich einfach mal ein wenig kurz mal nach hinten zu beugen, kurz mal nach hinten zu schauen, was bei den Kindern eigentlich los ist, wenn sie quengeln. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das hilft ungemein in vielen Situationen, einfach nur mal ganz kurz den Blickkontakt mit den Kleinen auf der Rückbank aufzunehmen. Oder aber wenn der Maxi-Cosi auf dem Beifahrersitz installiert ist, dass man tatsächlich dem Kind einfach nur kurz was reichen kann. Solche Punkte helfen dann einfach, das Sicherheitsgefühl noch weiter zu erhöhen. Und wenn sie dann auch noch so gut funktionieren, die Assistenzsysteme, dann bin ich auch sehr gerne als Kritiker dieser Systeme gerne bereit, hier der Elektronik für einen bestimmten Zeitraum sozusagen die Macht zu übergeben. Des Weiteren
muss man hier sagen, die Federung ist eben sehr, sehr schön. Es wird alles sauber weggedämpft. Klar, wir haben jetzt hier 18 Zoll Räder drauf und nicht die normal serienmäßigen 19 Zoll Räder von der Inscription Version, sondern hier schon Winterreifen. Klar, auch nicht sonderlich angenehm. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier nicht im Grenzbereich für euch unterwegs. Ist auch für meine Begriffe, hört das in keiner Weise hier in einen normalen Alltagstest, denn keiner von euch da draußen wird vermutlich seinen Volvo stetig im Grenzbereich bewegen wollen und wissen wollen, wie weit kann ich denn oder mit welcher Höchstgeschwindigkeit kann ich eine Kurve durcheilen. So ein Auto ist der Volvo nämlich auch nicht. Er macht dies zwar durchaus flott und zügig, aber er will es nicht und das gibt er dir auch zu spüren, indem dass die Lenkung einfach zu leichtgängig ist für solche Aktionen, dass auch hier ein Feedback in der Lenkung nicht so gut vorhanden ist, wie man es von anderen Herstellern beispielsweise kennt. Es ist einfach ein etwas entkoppelteres, entspannteres, ruhigeres Fahren. Ja, Ende einer Dienstfahrt mit dem Volvo XC60 T5 AWD Inscription. Langer Name, aber wie das mit Namen nun mal so ist, kann man sich nicht aussuchen. In dem Fall, wenn man ihn kauft, auch nicht. Was bleibt zum Volvo XC60 tatsächlich zu sagen? Er ist mir ans Herz gewachsen, wie jegliches Volvo-Modell tatsächlich auch. Er ist einfach ein Buddy. Für mich ist es tatsächlich, ja, wir sind Buddies. Wer ein Volvo fährt, der nimmt sein Auto tatsächlich als guten Kumpel wahr, denn das Fahrzeug beschützt einen, sorgt sich um einen und übernimmt sogar gelegentlich mal die Aufgabe, in dem Fall das Steuer mit dem Drive Pilot. Der Motor unter der Haube, der 2 Liter Vierzylinder, macht seine Sache wirklich gut. Reicht vollkommen aus. Den Diesel würde ich persönlich empfehlen aufgrund des hohen Verbrauchs. Wer keine Umweltdiskussion mag, nimmt den Benziner. Ansonsten bleibt mir leider nur ihm einen Hauptkritikpunkt zu geben und das ist der als Familienvater. Er hat schlicht und ergreifend einfach zu wenig Platz im Kofferraum. Die Lademöglichkeiten sind einfach zu gering. Wer einen Kinderwagen und noch mehr Klamotten mitnehmen muss, kommt mit dem normalen Kofferraum schlicht und ergreifend nicht hin. Der muss auf eine Dachbox ausweichen oder sogar noch einen Anhänger hinten dran hängen. Gut, 2,4 Tonnen darf er maximal ziehen. Wem das die Lösung ist, der ist mit dem Volvo XC60 perfekt als Familienauto bedient. Alle anderen, die nicht so viel Platz haben, sind mit dem Fahrzeug in der Klasse sicherlich optimal bedient, denn er bietet einfach extrem viel Sicherheit, extrem viel zufriedenstellenden Komfort und sieht auch noch richtig schick aus. Was denkt ihr zum Volvo XC60? Guter Buddy? Schlechter Buddy? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Falls ihr ihn schon gefahren seid, sagt mir eure Meinung, was ihr an dem XC60 schätzt oder was euch vielleicht sogar stört. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dafür ist der Daumen nach unten da. Ansonsten, ein Abo würde mich sehr ehren und die Glocke an, dann sehen wir uns auch demnächst wieder. Tschüss, bis dann, euer Ubi.